So, Opa, alles Gute zum 60. Ja. Komm her, mein Junge. Das ist ja wirklich eine schöne Überraschung. Die sieht man in letzter Zeit ja kaum noch. Ja. Gesundheit und ein langes Leben. Ja. Ich hab dir Koffeinfreien mitgebracht. Ist besser fürs Herz. Keine Sorge, dem geht es prächtig. So, ich hoffe, das kannst du gebrauchen. Ach, danke dir. Ah, sehr gut. Neue Rolle kann ich auch sehr gut gebrauchen. Wann gehst du mal wieder mit zum Angeln? Also zurzeit ist schlecht. Ich bin viel beschäftigt. Hast wohl eine an der Angel, nee? Und das ist von mir. Danke. Probier doch mal. So. Was soll ich denn damit? Ich sieht doch hier eh keiner mehr. Opa sieht cool aus. Du siehst aus wie so ein durchgeknallter afrikanischer Diktator oder so. So kommt mir dein Opa auch manchmal vor. Danke. Hast wohl heute noch nicht richtig gegessen, was? Ich war beim Angeln, anschließend auf dem Friedhof. Das ist gut. Papa, du musst mal wieder unter Leute. Aber so gut wie deine Mutter kriegt niemand eine Schwarzwälder Kirschtorte hin. Mama war ja auch Konditorin und ich bin Friseurin. Dir würde übrigens ein anständiger Haarschnitt nicht schaden. Und zum Ohrenarzt musst du so laut wie die Mucke gehört das wollen. Mama, es reicht. Ich lass Opa halt in Ruhe. Wieso? In seinem Alter muss man sich regelmäßig gesundheitlich durchchecken lassen. Das ist so. Glaubst du wirklich, man wird gesünder, wenn man sich irgendwelchen Hightech-Herzlos-Herren anvertraut? Diese Halbgötter in Weiß haben mir meine Frau genommen. Ach, das stimmt doch nicht. Für die Lungenentzündung können sie doch nun wirklich nichts. Gut, aber der Eingriff. War der wirklich nötig? Ärzte finden immer was, wenn sie operieren wollen. Opa. Lass gut sein. Neulich wurde einem Patienten ohne sein Wissen ein Schweineherz implantiert. Nein, nein, nur über meine Leiche gehe ich in ein Krankenhaus. Jens, eins musst du mir versprechen. Wenn mit mir mal etwas sein sollte und eine herzlose Mutter mich in ein Krankenhaus stecken will, dann tu alles, um das zu verhindern. Ich bitte dich darum. Ach ja. Jens wollte dir übrigens was sagen. Ja? Ja. Okay, Opa, ist das so. Ich habe vor 2 Wochen Praktikum angefangen. Schön. Und zwar in einem Gesundheitszentrum. In einem was? Im Krankenhaus. Ja. Ja. Ja, und zwar halte ich es für clever, weil ich Medizin studieren und Arzt werden will. Du willst was werden? Oh.